Was muss ich bei der Erstellung eines eBay-Shops eigentlich alles beachten, um keine rechtlichen Probleme zu bekommen? Ja, hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und das heutige Video drehe ich, glaube ich, zum 5. oder 6. Mal. Warum? Es sind immer wieder andere Punkte dazugekommen, an die ich gedacht habe, die extrem wichtig sind. Und ja, ich habe dieses Video das erste Mal vor über einer Woche gedreht. Und ich habe in der Zeit so viel drüber nachgedacht und mir sind so viele kleine Aspekte angefallen, die man gerne vergisst und die ich natürlich in dieses Video reinbringen will, weil dieses Video eine Guideline ist, an die ihr euch halten könnt, um einen eBay-Shop zu erstellen, ohne am Ende irgendwelche Probleme zu bekommen. Ganz wichtig, das sind hier 10 bis 11 Punkte, je nachdem, ob man das als festen Punkt sieht oder als kleine Sache, die man nebenbei beachten muss. Ich werde das hier einfach nebenbei auflisten. Ich werde das relativ schnell runterrattern. Das Video soll nicht übelst lange gehen. Würde ich jetzt auf jeden Punkt einzeln eingehen, dann würde das Video wahrscheinlich 2 oder 3 Stunden gehen. Sollten irgendwelche Punkte dabei sein, die euch näher interessieren, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich auf die Punkte in einem extra Video nochmal genauer eingehen. Fangen wir mit Punkt 1 an. Und dazu habe ich auch schon ein Video erstellt, und zwar zur Gewerbeanmeldung. Ja, bevor wir einen eBay-Shop so betreiben, dass wir ihn gewerblich nutzen, brauchen wir ein Gewerbe. Weil jede Handlung, die eine Gewinnerzielungsabsicht hat, braucht ein Gewerbe. Dementsprechend müssen wir uns erst ein Gewerbe registrieren, bevor wir auf eBay richtig anfangen. Ihr könnt euch den Shop natürlich schon vorher erstellen. Allerdings ist es dann wegen der Steuernummer. Dann erstellt ihr euch erst einen Shop, dann müsst ihr da was eingeben. Dann, ah shit, okay, jetzt muss ich erstmal ein Gewerbe anmelden. Ja, jetzt habe ich hier irgendwelche Daten. Welche brauchte ich jetzt nochmal für eBay und wo muss ich die eingeben? Macht das einfach chronologisch in der Reihenfolge, wie angegeben. Ihr kommt da sowieso nicht drum rum, wenn ihr euch im Rahmen des Rechtens halten wollt, des Rechts halten wollt, und dementsprechend haltet euch einfach an diesen Plan und dann müsst ihr auch nicht immer hin und her switchen. Punkt 1, wie gesagt, Gewerbe anmelden. Punkt 2 ist eine eigene Domain oder eine E-Mail-Adresse. Eine eigene Domain ist natürlich meistens kostenpflichtig. 1&1 bietet solche Services. etc. Dort könnt ihr euch einfach registrieren und euch eure eigene Domain wählen. Was ist eine Domain? Wenn ihr jetzt beispielsweise Hans Peter heißt und euer Shop soll Hans Peter heißen, weil ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr ja hanspeter@ und dann eine E-Mail-Adresse angeben. Zum Beispiel hanspeter@gmx.net oder .de. Jetzt habt ihr natürlich den Nachteil, dass ihr dieses gmx drin habt oder Yahoo oder Gmail, je nachdem, wo ihr euch registriert. Ja, was ist daran natürlich nervig? Das ist natürlich nicht so professionell, als ob ihr hanspeter@ vielleicht HP oder so. Okay, HP wird jetzt nicht verfügbar sein, das war jetzt ein blödes Beispiel. Aber wenn ihr dann quasi euer eigenes Kürzel als zwischen dem @ und den .net oder .de habt, wirkt natürlich deutlich professioneller. Auf der anderen Seite kostet das natürlich etwas. Da muss jeder was für sich selber abwägen. Würde ich aber allerdings schon erstellen und mir Gedanken machen, bevor ich den eBay-Shop erstelle, weil ihr euren eBay-Shop natürlich dann mit der Adresse verknüpft. Ja, des Weiteren ist dann ganz wichtig, einen PayPal-Account zu erstellen und ein Geschäftskonto. Der PayPal-Account wird auch direkt geschäftlich erstellt. Warum? Für geschäftliche Tätigkeiten gibt es diesen extra PayPal-Account für Geschäftskunden. Dort habt ihr bessere Übersichten, als wenn ihr einfach nur privat für bei dem Kollegen ein Bierchen trinken geht und denen dann 2 Euro fürs Bier rüberschickt. Ja, okay, das wäre jetzt ziemlich allmann, aber nur so als Beispiel. Als gewerblicher PayPal-Kunde habt ihr da nochmal andere Ansichten, etc. Wichtig, PayPal-Account gewerblich erstellen und ein Gewerbskonto erstellen. Ganz wichtig, eure Kosten und eure Ausgaben und eure Einnahmen von eurem privaten trennen. Das ist einfach ein Zweck der Übersichtlichkeit. Macht ihr das nicht von Anfang an, dann werdet ihr mit der Übersicht ganz schnell durcheinander kommen, und deswegen Geschäftskonto erstellen, geschäftlichen PayPal-Account erstellen, ist ganz einfach. PayPal noch einfacher als Geschäftskonto, aber bei einem Konto muss man sich natürlich richtig registrieren, also richtig mit Videoaufnahme, beziehungsweise habt ihr dann so einen Call mit jemand anderen auf der anderen Leitung, der dann euer Gesicht richtig sieht, damit er sieht, dass da eine echte Person hinter sitzt, damit sich nicht irgendeiner da 20 Geschäftskonten erstellt. Ich habe mein Konto bei der Holvi Bank, es gibt auch N24 oder andere Banken, ich verlinke euch einfach mal die Holvi Bank in der Beschreibung, damit kenne ich mich am besten aus, weil ich sie selber nutze. Dann kann man sich schon an die Rechtstexte setzen. Das heißt, ihr braucht sowas wie AGBs, Impressum, etc., Datenschutzerklärung, whatever. Und dazu empfehle ich die IT-Rechtskanzlei, die nutze ich selber. Da hat man 9,90 Euro brutto und 11,48 Euro meine ich netto. Ihr gebt ein, okay, ich bin ein eBay-Shop-Betreiber, ich habe ein Einzelunternehmen, ich bin klein, ich nutze die Kleinunternehmerregelung. Und da gebt ihr eure Daten ein und dementsprechend erstellen die euch dann AGBs und ein Impressum, was ihr dann braucht, wenn ihr schlussendlich euren eBay-Shop erstellt. Nächster Punkt, den eBay-Shop erstellen. Ja, den eBay-Shop erstellen ist relativ einfach.
auch als Gewerbskonto natürlich. Dabei würde ich beachten, dass der Name nicht zu durcheinander ist. Das heißt, ihr könnt euch natürlich xx-theskillerxx nennen. Aber ob das ein seriöser Name ist, wenn ihr dann später viele Sachen verkauft, weiß ich nicht. Richtet euch so ein bisschen nach eurem eigenen Namen, meiner Meinung nach, würde ich zumindest so machen. Dann könnt ihr auch ja dementsprechend das mit eurer Domain etc. verknüpfen, dass das auch alles zusammenpasst. Wie gesagt, wählt da einen relativ professionellen Namen. Ähnlich beim Profilbild, da könnt ihr natürlich eine halbnackte Frau nehmen, ist aber total unseriös. Nehmt da einfach so entweder euer Kürzel oder ein Icon, je nachdem, womit ihr euch ein bisschen identifiziert. Wenn ihr im Bereich Gaming seid, könnt ihr auch so ein Videospiel-Icon nehmen oder Bücher, dann nehmt ihr so ein Buch-Icon, whatever, je nachdem, wofür ihr euch interessiert und was ihr dann verkauft. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon ganz gut was abgehandelt. Jetzt haben wir unseren eBay-Shop erstellt. Jetzt machen wir uns an die Buchhaltungssoftware. Hier gibt es zum Beispiel LexOffice oder Safdesk. Ich persönlich nutze Safdesk. Auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch einfach registrieren und eure kompletten Buchungen auflisten. Ihr verbindet euer Bankkonto ganz einfach mit dem Safdesk oder mit dem LexOffice-Account. Und dort könnt ihr eure Zahlungen alle einpflegen. Dann nehmt ihr eure Rechnung beispielsweise, wenn ihr jetzt etwas kauft, was ihr wieder verkaufen wollt. Dann kauft ihr das, gebt diese Rechnung ins Buchhaltungsprogramm ein, habt dann die direkte Übersicht. Und wenn ihr etwas verkauft, könnt ihr alles miteinander verknüpfen und habt so am Ende des Jahres eine Übersicht. Was habe ich ausgegeben, was habe ich eingenommen, was muss ich theoretisch an Steuern zahlen oder vielleicht auch, was muss ich nicht an Steuern zahlen. Ganz wichtig, ist natürlich nicht Pflicht, allerdings für jeden zu empfehlen, weil man sonst einfach die Übersicht verliert. Und solltet ihr euch irgendwann einen Steuerberater suchen und ihr zeigt ihm eure Google Word und Excel Dokumente, dann wird er euch mit Sicherheit einen Vogel zeigen. Also meiner Meinung nach relativ wichtig. Man kann dann auch über Bilby beispielsweise diesen Account mit eBay direkt verknüpfen. Das heißt, bei eBay kauft jemand was über Bilby, werden eure Rechnungen direkt erstellt, ans Safdesk geleitet und vielleicht sogar automatisch ein Versandlabel gedruckt. Das Versandlabel wird dann direkt kommt direkt aus eurem Drucker. Das heißt, ihr habt einen Verkauf, aus eurem Drucker kommt schon das Versandlabel, eure Rechnung ist direkt mit Safdesk verbucht, hilft einfach der Automatisierung. Die Programme kosten natürlich etwas, allerdings muss man da abwägen, okay, sind mir diese 10 Euro jetzt im Monat wert, dafür, dass ich keine 20 Stunden im Monat mit Rechnungsschreiben verbrauchen muss. Und ganz wichtig, Rechnungen, sobald die einmal ausgestellt werden, können die nicht mehr nachträglich bearbeitet werden. Das heißt, wenn ihr privat Rechnungen schreibt und dabei Fehler macht und die so rausgibt, ja, dann habt ihr die Pappnase auf, weil ihr dementsprechend dann die Fehler in den Rechnungen habt. Als nächstes braucht ihr die Bescheinigung über die Erfassung als steuerpflichtiger Unternehmer. Das bekommt ihr vom Finanzamt, da gibt es einen Vordruck, schreibe ich euch auch in die Infobox. Einfach ausfüllen, dem Finanzamt schicken, die schicken euch das zurück, ausgefüllt. Und das müsst ihr dann bei eBay einrichten, beziehungsweise einreichen. Macht ihr das nicht, dann werdet ihr auf kurz oder lang als gewerblicher Verkäufer geblockt und könnt nichts mehr verkaufen. Dazu kommt noch, dass all eure bereits eingestellten Angebote einfach gelöscht werden, was natürlich zu einem Kostenaufwand führt. Erstens natürlich die Zeit und zweitens zahlt ihr ja pro eingestellten Artikel Geld. Wenn die Artikel natürlich alle einfach gelöscht und rausgenommen werden, dann habt ihr das Geld umsonst ausgegeben. Also ganz wichtig, die Bescheinigung über die Erfassung als steuerpflichtiger Unternehmer. Alles in der Beschreibung. Um keine weiteren Rechtsprobleme zu bekommen, würde ich euch noch empfehlen, die Verpackungslizenz zu holen. Ich gucke hier ein bisschen ab, weil ich hier nichts Falsches sagen will. Verpackungslizenz wird über ein duales System, wie beispielsweise Reclay oder Lizenz Zero, gebucht quasi. Dort müsst ihr euch dann registrieren und das dann mit einem mit dem Verpackungsregister Lucid, auch in der Videobeschreibung, verknüpfen. Bei dem einen bezahlt ihr, bei dem anderen gebt ihr dann die Rechnungsnummer an. Warum macht man das? Es ist ganz einfach so, ihr seid, wenn ihr Sachen verkauft, bringt ihr nicht nur die Sachen in den Verkehr, sondern ihr bringt auch euer Verpackungsmaterial etc. in den Verkehr. Und das Ganze macht man, weil irgendjemand muss dieses Verpackungsmaterial wieder entsorgen, muss über eine Verpackungslizenz gemacht werden. Ihr könnt das auch vernachlässigen, ihr könnt das auch nicht machen, allerdings kann dann irgendein Hans um die Ecke kommen und euch dafür ordentlich einen reindrücken. Das sind Strafen bis zu 200.000 Euro, können da fällig sein. Natürlich nicht, wenn ihr nur 12 Sachen im Monat verschickt, aber selbst 2.000 Euro sind sehr, sehr ärgerlich. Vor allem kostet das Ganze bei den günstigsten Anbietern 8 Euro, wenn ihr nur ganz wenig verschickt. Wenn ihr auf die sicheren Seite, dann nehmt ihr 40 Euro, das 40-Euro-Paket. Das sind keine 4 Euro im Monat. Könnt ihr mal gegenrechnen, wenn ihr so eine Klage am Hals habt. Stress, Aufwand,
Sperrung jeglicher Artikel etc. Und im schlimmsten Fall kann euch sogar verboten werden, dass ihr weiter Sachen in den Verkehr bringt. Das heißt, dass ihr nichts mehr verkaufen dürft. Das wäre im schlimmsten Fall auch noch möglich. Aber alleine 2000 Euro Strafe im Gegensatz zu 40 Euro Gebühr. Ja. Dann gibt es noch bei DHL etwas Wichtiges. Und zwar habt ihr natürlich, wenn ihr online kauft, ein DHL-Label, habt ihr schon einen Rabatt, als wenn ihr das im Laden macht. Im Laden ist das schon mal meistens 1 Euro teurer. Zusätzlich könnt ihr euch jetzt DHL-Kunde registrieren. Das ist für die Leute interessant, die über 200 Sachen im Jahr verschicken. Als DHL-Kunde hat man Vorteile. Erstens hat man einen Rabatt. Zweitens hat man einen persönlichen Kontakt zu DHL-Beratern. Drittens werden die Pakete von dir zu Hause abgeholt, weil ich sage euch, wie es ist. Es gibt nichts Nervigeres, als jeden Tag zur Post zu fahren und da in einer Schlange von 5 Menschen im Regen zu stehen, um zu warten, dass man 2 Pakete verschickt. Also lohnt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach. Kostet nichts, ihr spart nur Geld, wenn ihr wie gesagt 200 Pakete oder mehr im Jahr verkauft. Andererseits könnt ihr natürlich auch Label Bundles holen, das heißt, ihr holt euch, keine Ahnung, beispielsweise 50 Paket Labels, also 50 mal diese Paketkosten und spart dadurch dann, weil ihr es im Bundle kauft, ähnlich wie mit Briefmarken oder halt Postetiketten. Ja, und als letzten Punkt, nur noch als kleiner Zusatztipp, wenn ihr euren eBay-Shop erstellt habt, macht die Produktfotos entweder selber oder guckt darauf, dass sie nicht lizenziert sind. Weil wenn ihr jetzt die Produktbilder von jemand anderen einfach klaut und derjenige sieht das und derjenige findet das nicht so lustig, dann kann er euch dafür verklagen. Und das ist wieder mega teuer, mega Stress, mega Zeitaufwand und kann zu rechtlichen Folgen führen. Das waren meine Tipps. Wie gesagt, so 10 bis 11, je nachdem, wie man das sieht. Ich habe die hier einmal alle aufgelistet, das gleiche natürlich in der Infobox mit den Links. Ganz wichtig, solche Sachen wie Safdesk beispielsweise, wenn ihr euch da registriert, dann ist das ein Link, mit dem ihr mich unterstützen würdet. Das heißt, wenn ihr da ein Abonnement abschließt, dann kriege ich ein paar Prozent, glaube ich, ab. Ich weiß nicht mal, wie viel das ist, nur dass ihr Bescheid wisst, dass das quasi Werbung ist. Für IT-Rechtskanzlei etc. kriege ich natürlich kein Geld. Das sind einfach nur Sachen, die ich euch zur Verfügung stelle, beziehungsweise euch die Informationen zur Verfügung stellen. Wie gesagt, die Liste findet ihr in der Beschreibung. Ich weiß, es sind sehr viele Punkte. Ich weiß, es wirkte sehr extrem. Ist es im Endeffekt nicht unbedingt. Ein paar Sachen regen mich auch auf, wie mit der Verpackungslizenz, weil du musst dich da registrieren, musst da deine Daten angeben, dann wollen die da hinten noch Daten von dir haben. Musst du die erstmal da die Daten finden, dann wollen die wissen, wie viel du verschickst. Du weißt es vielleicht noch gar nicht. Ja, kleiner Tipp nochmal dazu. Am Ende des Jahres wird geguckt, wie viel habt ihr tatsächlich verschickt. Und dann kriegt ihr auch teilweise das Geld wieder und zahlt da in den meisten Fällen eigentlich nicht zu viel. Das war's mit diesem Video. Falls ihr einen der Punkte genauer beschrieben haben wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war's das mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne konstruktive Kritik, was ich besser machen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Abonniert gerne kostenlos, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao meine Freunde.